Hallihallo Leute und willkommen zu einem weiteren Deck-Profile, heute mit den Prankits, ja, dem Fusions-Link-Deck aus Hidden Summoners. Ein spannendes Deck, macht wirklich Spaß zu spielen. Ich hatte letztens die Chance, es auf einem Turnier zu testen und definitiv ein Deck, was ihr mal ausprobieren solltet. Und ja, deshalb haben wir es mal zusammen gebastelt. Horus hat jetzt für euch hier die Deckliste. Bitteschön. Okay, wir beginnen hier mit dem Standard-Setup mit jeweils drei von den drei kleinen oder von den vier kleinen Prankits: Luftis, Tropfis, Flammis und Steinis. Immer noch die besten Namen, die wir hier überhaupt bekommen konnten. Das sind so ein bisschen die einzigen Monster, die wir hier drin spielen, weil viel anderes gibt es gar nicht. Ich habe hier noch drei Ash Blossom reingepackt. Grundsätzlich könnt ihr jede mögliche Handtrap nehmen, was euch gerade so passt. Wenn euch Ash Blossom zu teuer ist, könnt ihr auch auf Effect Wailer oder sowas zurückgreifen. Es geht einfach darum, dass ihr ein bisschen Interruption im gegnerischen Spielzug habt. Dann haben wir dreimal Instant Fusion. Es gibt bei den Fusionen, bei den Prankits Monster sind die meisten von denen sind Level 5. Das heißt, ihr könnt die aus dem Exodeck Spezial beschwören und damit ein paar Combos beginnen und einfach eine beschwören, falls ein zusätzliches Monster braucht. Und das braucht ihr hier, besonders wenn ihr in die großen Xyz Plays gehen wollt. Dann als Fusionskarten spielen wir zweimal Beschwörung. Die Karte funktioniert grundsätzlich wie eine normale Polymerisation, wenn ihr sie nicht für Invoked Monster verwendet. Einfach, dass ihr nur Monster von der Hand verwenden könnt, was ihr eigentlich tun wollt. Dann dreimal die normale Polymerisation und dreimal Streichbuben Pandenomium. Das ist die Schnellzauberkarte der Prankits, die grundsätzlich eine ganz normale Polymerisation ist, mit dem Unterschied, dass sie eine Quickspell ist. Das heißt, ihr könnt sie im gegnerischen Zug aktivieren und sie euch in diesem Zug dann auf Prankits Monster, ich sag mal, lockt. Das ist so ein bisschen die Fusionskarten, mit denen ihr anfangen wollt. Ihr wollt unbedingt eine von denen in Starthand haben. Damit spielen wir hier gleich 8 Stück. Dann als weitere Prankits Karten dreimal Prankits Streiche. Die erstellt euch einen Token, wenn ihr eine Prankits Karte abwerft. Braucht ihr für die Link-Beschwörung und dreimal Prankits zu Hause. Das ist die Such-Fieldspell-Karte der Prankits und ansonsten kannst du noch ein bisschen boosten und euch so ein bisschen vor Karten wie Ghost Ogre oder Ash Blossom retten, wenn ihr die Chainlinks richtig setzt. Dann spielen noch ein paar Generic Spell-Cards, zweimal Landformen, um an das Zuhause zu kommen, eine One-for-One, eine Wiedergeburt und dreimal vom Grab gerufen. Ist alles so ein bisschen, um ja die eigenen Plays ein bisschen voranzubringen, ein bisschen zu extenden, vom Grab gerufen, da das Deck sehr anfällig ist auf die meisten Handtraps. Ja, so ein bisschen alles, was ihr braucht. Und dann spielt das Deck noch ein paar Fallen, beziehungsweise es spielt nur eine Falle dafür zweimal. Das ist Streichbubenplan. Die Karte kann an sich nicht so viel auf dem Feld, allerdings könnt ihr die vom Friedhof verbannen bei einem Angriff von einem gegnerischen Monster und dann eine beliebige Anzahl von Prankits-Karten aus dem Friedhof zurück ins Deck mischen und dann die Angriffspunkte des Monsters um jeweils 100 zu reduzieren. Das macht nicht wirklich viel aus, wird aber dringend benötigt, damit ihr eure Prankits-Monster nach dem zweiten oder dritten Zug wieder im Deck habt, denn die gehen euch ansonsten ganz schnell aus. Also eine Recycle-Karte, die ihr mit den Prankits Luftis in den Friedhof bekommt, denn die müssen eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen, damit sie ein weiteres Prankits Monster aus dem Deck beschwören können. Dann beim Extra Deck spielen wir dreimal den Hahn oder was auch immer das sein soll. Das ist der Main-Sucher, wenn es um die Spell and Traps geht. Wenn ihr beschworen wird, sucht euch eine Prankits Spell and Trap Card aus dem Deck auf die Hand. Damit sucht ihr normalerweise gegen Ende des Zugs das Pandemonium, das ihr dann verdeckt legen könnt, damit ihr im gegnerischen Zug wieder fusionieren könnt. Ihr könnt aber auch den Fieldspell suchen, falls ihr ein weiteres Prankits Monster benötigt. Oder die dritte Karte, um euch ein paar Tokens zu beschwören. Dann einmal Streichbuben Wow Wow Gebell. Der boostet ein Prankits-Monster, auf das er zeigt, um 1000 Punkte. Das braucht ihr besonders, um über etwas größere Monster hinwegzukommen.
Und dann noch den Reisröhr-Rooster. Ich finde die Namen so genial bei dem Thema hier. Das ist ein Harp in Flederwisch auf Bein. Den könnt ihr in irgendeinem Zug als Tribut anbieten. Und dann räumt er beim Gegner sämtliche Zauber- und Fallenkarten vom Feld. Dann, um das Line-Up ein bisschen abzurunden, noch ein Nightmare Phoenix, ein Nightmare Unicorn und ein Ball Sword Dragon. Ball Sword hilft hier so ein bisschen, damit ihr auch wirklich für die OTKs gehen könnt. Er braucht so ein bisschen die Power, denn die Kraft der Prankins Link Monster ist dann doch irgendwann ziemlich begrenzt. Die Nightmares sind ja ein bisschen generic Staples hier und ihr kommt durch das Deck sehr leicht auf Ball Sword, denn abgesehen von dem Pandemonium seid ihr durch nichts gelockt. Das bedeutet, ihr könnt auch einfach vier Prankins verwenden, um auf Ball Sword zu gehen. Dann spielen wir noch ein XC Monster. Wir haben hier einmal Totally Awesome oder Krötelig Umwerfend. Ist immer noch eine super Karte, auch wenn ihr mit dem Duell anfängt und da die kleinen Wassertropfis hier Stufe 2 Aquamonster sind, könnt ihr zwei von denen verwenden, um in Totally Awesome reinzugehen oder Totally Awesome zu beschwören und habt damit noch eine kleine Schutzkarte gegen so Zeugs wie Evenly Matched oder solches Zeugs, was euch das Fell leerräumen könnte. Denn das ist so ein bisschen das Problem an den Prankits, sie haben nur sehr, sehr wenig bis gar keinen Selbstschutz. Sie können zwar recyceln, aber sich selber schützen liegt eher nicht drin. Da bei den Fusionen das wichtigste Monster zuerst, dreimal Streichbuben Raketenritt. Das ist das Monster, das ihr eigentlich zu Beginn des Zugs beschwören wollt, denn ihr könnt ihn, er kann direkt angreifen für die Hälfte seines Angriffs, ist aber eher weniger wichtig. Was ihr mit ihm machen wollt, ist, er kann sich selber als Tribut anbieten und dann zwei Prankits aus dem Friedhof wieder zurückholen. Das bedeutet, wenn ihr ihn auf der Starthand mit zwei Prankits Monster aus eurer Hand beschwört und ihn dann gleich wieder anbietet, habt ihr danach vier Prankits Monster auf dem Feld, zwei durch den eigenen Effekt und zwei durch den Raketenritt und könnt danach eure Plays fortsetzen. Dann haben wir noch zweimal den Wetterwäscher. Der kann und der schützt euch, bei, wenn ihr mit einem Prankits Monster angreifen wollt, vor irgendwelchen Battle-Effekten. Und ist ansonsten auch ein gutes Instant Fusion Target. Der hat übrigens auch denselben Wiederbelebungseffekt, einfach nur im gegnerischen Zug. Und als letzte Karte noch den Kampfkobold. Das ist das Gegenstück zum Rooster hier, einfach mit dem Unterschied, dass das ein Rageki ist. Also sprich, ihr könnt ihm im Zug als Tribut anbieten und dann sämtliche gegnerischen Monster vom Feld blasen. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Die Deckliste und die Datei für Yu-Gi-Oh! Pro findet ihr wie immer kostenlos in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.